Eigentlich wollte ich nie schwanger werden, zumindest nicht jetzt zu dem Zeitpunkt mitten im Studium. Ich wollte halt auch nie abtreiben. Das war eigentlich für mich von vornherein klar. Das musste ich mich irgendwie entscheiden zwischen zwei Dingen, die ich nicht wollte. Der Arzt hat damals zu mir gesagt, ach, ist doch nur ein bisschen Fruchtwasser. Das hat mich total angekotzt, weil so einfach ist es auch nicht. Wir haben ihn dann Fruchti genannt. Heute ist aufs Fruchti mein kleiner Jojo geworden, also Joel. Und ich bin jetzt ganz stolze Mama. Ja. Als alleinerziehende Mama ist man ja schon die meiste Zeit allein, auch wenn man irgendwie zu zweit allein ist. Freunde, Oma, Opa und Papa und so sind natürlich irgendwie auch da, aber die ganze Planung und die Verantwortung nimmt ja halt trotzdem niemand ab. Auch in diesen ganz kleinen Momenten des Alltags, so ein blödes Beispiel, die Treppe mit dem Kinderwagen irgendwo runterzukommen, wenn die Rolltreppe kaputt ist, muss halt immer irgendjemanden anbetteln, dass er einem mal helfen kann. Es ist halt allgemein so, dass man schon häufiger blöde Blicke dann bekommt, wenn man dann alleine irgendwo mit Joel ist und er fängt an zu schreien. Generell würde ich sagen, dass mein Leben in vielen Dingen viel organisierter geworden ist. Ich muss mir meinen Tag einfach genau organisieren und ich muss immer zu bestimmten Zeiten zu Hause sein, damit Joel pünktlich ins Bett kommt, weil er sonst völlig überdreht ist. Gleichzeitig ist Joel ein totaler Chaos-Typ und meine Wohnung ist ein Schlachtfeld manchmal, wenn er da wütet. Ich putze voran und Joel rennt hinter mir her und verwüstet alles wieder. Auch was die Uni angeht, hänge ich mittlerweile ganz schön hinterher. Ein Kind braucht nun mal Zeit und Aufmerksamkeit. Da muss vieles hinten anstehen. Aber diese ganzen Unannehmlichkeiten nehme ich natürlich gerne in Kauf, wenn man ihn dann jeden Morgen an seinem Bett stehen sieht und er ihn anstrahlt. Das möchte ich einfach nicht mehr missen. Wenn er dann was Neues lernt, dann ist man wahnsinnig stolz und freut sich jeden Tag wieder auf das Zusammensein mit ihm, weil er einfach auch so ein wahnsinnig fröhliches Kind ist. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich mal so denke, weil ich immer jemand war, vielleicht gar keine Kinder, wenn überhaupt erst über 30. Ich will ihn einfach nicht mehr hergeben, würde ihn nie mehr hergeben und bereue meine Entscheidung überhaupt nicht. Hab nie darüber nachgedacht, dass es die falsche Entscheidung hätte sein können. Alles, was das mit sich bringt, das ist er mir einfach wert.